Sofern Sie können, darf ich Sie einladen, Platz zu nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie ganz herzlich heute Mittag hier zum Mittagsgebet in unserem Dom begrüßen. Es ist nicht immer so voll, aber das kann sich ja demnächst ändern. Dass es heute so voll ist, hat natürlich einen besonderen Grund. Wir begrüßen ganz herzlich in unserer Mitte den gestern neu ernannten Erzbischof von Köln, den 94. Nachfolger des heiligen Maternus, des ersten bekannten Kölner Bischof, unseren neuen Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Ich habe das gestern schon verschiedentlich den Medien gesagt und unseren Mitarbeiterinnen im Generalvikariat, dass ich mich überaus freue, dass wir nach so kurzer Zeit schon einen neuen Erzbischof bekommen haben. Das dauert ja woanders sehr viel länger, aber Köln ist halt schnell, schneller und dann gibt es noch so eine Steigerung dazu. Und ich freue mich natürlich überaus, dass wir mit Kardinal Wölki keinen Unbekannten hier nach Köln bekommen, sondern jemanden, der uns vertraut ist und dem wir vertraut sind. Kardinal Wölki ist 1956 in Köln geboren. Wenn man mal davon absieht, dass es die andere Rheinseite ist, ist das ja keine schlechte Ausgangsbasis. Und er hat viele Abschnitte seines Lebens hier bei uns in Köln verlebt. Seine Kindheit und Jugend. Er ist auf der anderen Rheinseite zur Schule gegangen, hat dort Religionsunterricht gehabt bei einem Kölner Bistumspriester, der ihm bis heute sehr verbunden ist und alle wichtigen Etappen seines Lebens begleitet hat. Er ist dann Student geworden, hat in Theologie in Bonn studiert, aber auch in Freiburg und ist anschließend 1986 hier an dieser Stelle, hier vorne in unserem Dom, damals zum Priester geweiht worden. Und nach seinen Kaplansjahren in Neuss und Ratingen ist er dann Sekretär unseres letzten Erzbischofs Kardinal Meißner geworden und als solcher immer und immer wieder hier im Kölner Dom selbstverständlich dabei gewesen. Nach den Jahren als Bischofssekretär wurde er dann Direktor des Collegium Albertinum in Bonn, also des Hauses, wo die Theologiestudierenden, die Priesteramtskandidaten unseres Erzbistums leben und ausgebildet werden. Von daher kennt er nicht nur die Pfarrseelsorge, sondern auch die Priesterausbildung und damit eine ganze Reihe von Mitbrüdern, die im Laufe dieser Jahre dann auch zum Priester geweiht wurden. Und schließlich 2003 ereignete sich für Rainer Wölki an dieser Stelle wieder etwas Wesentliches, denn hier im Dom empfing er damals die Bischofsweihe und wurde dann Weihbischof in unserer Erzdiözese und war zuständig für den Pastoralbezirk Nord und besonders als Bischofsvikar für die Ausbildung der ständigen Diakone. 2011 trennten sich dann die Wege und Rainer Wölki verabschiedete sich auch wieder hier vom Erzbistum Köln und ist dann als Erzbischof nach Berlin gegangen, wo er direkt mit offenen Herzen und Händen empfangen wurde. Die Berliner sind in diesen Tagen traurig. Wir freuen uns und vielleicht dürfen sich in die Freudentränen auch ein paar Abschiedstränen von Berlin weg hinein mischen.
Nach 3 Jahren schon die Diözese zu wechseln, ist ein gewaltiger Schritt. Aber wir hier in Köln sind dankbar, dass Rainer Maria Kardinal Wölki zur Wahl des Domkapitels ein ganzes Ja gesagt hat und sich entschlossen hat, die Koffer zu packen und eben in Berlin keinen Koffer stehen zu lassen, sondern nach Köln zurückzukehren. Lieber Rainer, ich hatte die Ehre, am Sonntagabend aus der Wahlsitzung des Domkapitels dich über Handy anzurufen. Der Dompropst fand die Nummer nicht. Und bei mir war sie gespeichert, sodass ich dich schneller an der Strippe hatte. Wir kennen uns ein paar Jahre und du bist eigentlich ein sehr ruhiger und nüchterner Typ. Aber ich habe dich noch nie so platt und überwältigt gesehen und gehört wie am Sonntagabend. Ich habe nämlich erst mal nichts gehört, sodass ich fragen musste, ob er noch wirklich an der Strippe dran war. Er war zu Tränen gerührt und bewegt, dass wir ihn gewählt hatten. Und die erste Bemerkung, die du da getroffen hast, die bitte ich dich doch zurückzunehmen. Denn als ich ihm sagte, das Kapitel hat dich gewählt, sagte er, ihr seid bekloppt. Ich denke, dass wir gewusst haben, was wir getan haben und ohne den Schleier des päpstlichen Geheimnisses über das Wahlverfahren irgendwie zu lüften, das bleibt geheim. Wir stehen als Domkapitel ganz hinter dir und heißen dich von ganzem Herzen, ohne Wenn und Aber, hier bei uns in Köln willkommen. Der neue Erzbischof wurde gerade in Columba in unserem Museum von der Presse gelöchert und hat sich aber sehr tapfer geschlagen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich darauf hingewiesen, dass seit seinem Abschied von Köln nach Berlin 3 Jahre vergangen sind. In 3 Jahren tut sich eine Menge. In 3 Jahren hat sich auch hier im Erzbistum Köln viel getan. Und in den 3 Jahren hat sich auch Rainer Wölki verändert, wie das bei jedem Menschen der Fall ist. Deswegen erlauben Sie mir eine Bitte. Tun wir nicht so, wie das in manchen guten Familien der Fall ist, dass man meint, wenn die Kinder Weihnachten zurückkommen, läuft es immer so, wie es schon immer war. Wir gehen den Weg in die Zukunft und wir gehen den miteinander. Und Kardinal Wölki hat eben extra gesagt, eine seiner wichtigsten und positivsten Eigenschaften besteht darin, dass er nicht Solist ist und als Solist die Diözese leiten möchte, sondern gemeinsam, dass er sich Rat holt, auf Rat hört und mit dem Volk Gottes und mit den Beratern in Köln den Weg in die Zukunft gehen möchte. Gehen wir diesen Weg mit unserem neuen Bischof bitte gemeinsam. Der Dom ist der Mittelpunkt unserer Diözese, aber er ist nicht alles. Und das Erzbistum Köln ist größer als die Stadt Köln. Es gehört viel dazu, vieles, was Kardinal Wölki schon bekannt ist, aber was er auch neu und anders kennenlernen wird. Der Dom ist aber sozusagen die gute Stube, ist der Mittelpunkt. Ist das Zuhause, das Herz des Bistums. Und unser deutsches Wort Dom
leitet sich vom lateinischen Domus, das Haus, ab. Lieber Rainer, ich wünsche dir, dass du dich möglichst schnell nicht nur im Kölner Dom, sondern im ganzen Erzbistum zu Hause fühlst und dass du hier wieder feste Wurzeln schlägst und wirklich Heimatgefühle entwickelst. Insofern herzlich willkommen und Gottes Segen für alles, was vor uns liegt. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Wenn ich mit allem gerechnet hätte, dann nicht damit, dass heute Samstag zu dieser Mittagsstunde so viele von Ihnen sich auf den Weg gemacht haben, um hier mich heute Mittag willkommen zu heißen. Ich danke Ihnen für dieses warmherzige Willkommen von ganzem, ganzem Herzen und freue mich, dass Sie Ihre ganze Sympathie und ihre Warmherzigkeit zum Ausdruck bringen und dadurch auch die Wahl unseres Domkapitels gewissermaßen bestätigen und nachvollziehen und mitbegleiten. Als der gute Stefan Hesse eben gesagt hat, naja, die Diözese hat sich verändert und Menschen verändern sich und so weiter, sagte der Dompropst gleich, siehste, das ist unser Risiko. Also, ich hoffe, dass dieses Risiko für Sie einigermaßen berechenbar ist und wir dann tatsächlich gut einen Weg gemeinsam gehen können. Vor etwas mehr als drei Jahren, habe ich hier gestanden und habe mich von Ihnen verabschiedet. Wir hatten gerade Fronleichnam gefeiert, hier drüben auf dem Roncalliplatz. Und für mich war klar, das wird jetzt vielleicht nicht das letzte Mal in deinem Leben, dass du den Dom betrittst, aber doch jetzt nicht mehr so häufig passieren wie bis dahin immer wieder. In der Tat bin ich jetzt das erste Mal seit 3 Jahren wieder hier in unserem Dom. Und ich habe damals vor 3 Jahren Danke gesagt für die Zeit, die ich hier in der Diözese verbringen durfte und für all das, was ich auch durch unser Erzbistum geschenkt bekommen habe an Freundschaft, an Gemeinschaft, an Verbindung, an Studium, an Mitbrüderlichkeit. Und heute eben das Danke an Sie für dieses Willkommen, das Danke an das Domkapitel, an die Mitbrüder im Kapitel, die so viel Vertrauen jetzt auch in mich hineingesetzt haben, dass sie mich gewählt haben. Danke an den Heiligen Vater, der die Wahl bestätigt hat und mich ernannt hat. Und vor allem und an erster Stelle Danke an Gott, denn aller menschlicher Dank ist ja im Grunde genommen Ausfluss dieses großen Dankes, den wir aufgrund unserer Geschöpflichkeit Gott immer entgegenbringen. Wir sind verdammte Existenzen. Keiner hat sich aus sich selbst, keiner ist aus sich selbst. Er lebt im Letzten natürlich nur von dem, was Gott ihm mitgegeben hat und im Letzten natürlich auch von dem, was wir einander schenken. Deshalb ist eben eines der wichtigsten menschlichen Wörter unter uns Danke. Und das sage ich Ihnen allen. He Kölle, du bist ein Gefühl. Das stimmt, ne? Habe ich jetzt gleich gemerkt, auch heute Morgen. Heute Mittag merke ich das. He Kölle, du bist ein Gefühl. Und Gefühl, das ist ja irgendwie was Unbestimmtes, was nicht so genau Definierbares, das ist irgendwie in uns. Und
Das weckt sofort Assoziationen. Und die haben wir dann auch sofort. Die Ringe, der FC, der Rhein, das Müllemer Bötchen, Willi Ostermann, Willi Milovic, Karneval und natürlich unser Dom. Ob auf Mallorca oder sonst wo, da fehlt manchmal die Aussicht auf den Dom. Der Dom, der Diözesanadministrator hat eben schon einiges dazu gesagt, verbindet die Herzen aller Kölner. Ob sie katholisch sind oder nicht, ob sie glauben oder nicht glauben, ob sie einer anderen Religion oder Konfession angehören, ob sie Deutsche sind oder nicht Deutsche sind. Diese Kirche eint wie kaum eine andere. Und an ihr können selbst Menschen Dienst tun, die aus verbotenen Städten hier herüberkommen und dennoch leben und wirken können, die wir aber als Kölner natürlich alle genauso lieben und die zu uns gehören und ohne die wir sehr viel ärmer wären. Deshalb sind wir froh, dass es sie gibt und die eben auch zu unserem großen Bistum gehören, wie Stefan Hesse das eben gesagt hat. Der Dom eint, der Dom versöhnt. In ihm ist eigentlich alles ausgerichtet auf eine wunderbare Harmonie. 1248 sind hier die Grundsteine, ist der Grundstein gelegt worden. Und seitdem bauen Menschen an diesem Dom. Wir stehen alle in dieser großen Tradition. Wir bauen an diesem Dom, wir bauen an dieser Kirche, denn diejenigen unter Ihnen, die Auto fahren, kennen das, wenn man von Aachen über die A4 kommt und das Wetter ist schön, was für einen herrlichen Blick hat man auf unsere Stadt. Und der Dom liegt mittendrin. Die Türme weisen nach oben. Und wenn Sie die Kirche betreten, dann strebt hier eigentlich alles hinauf, nach oben. Und damit wird diese Kirche für uns zu einem wichtigen Sinnbild. Wir sind nach oben hin, über uns hinaus angelegt. Der Dom verweist uns, dass wir uns nach oben hin zu dem, was im Himmel ist, ausstrecken sollen. Dafür steht dieser Dom. Und er verweist die Menschen, die an ihm vorbeigehen und